Herr Professor Müller, lieber Herr Volkmar, beim ASCO 2021, dem großen amerikanischen Krebskongress, hat Anne Löser die Ergebnisse einer Umfrage, die von den Patientenvertreterinnen zusammengestellt wurde, zusammen mit Ärzten, vorgestellt, wo es um eine Dosisanpassung beim metastasierten Brustkrebs aufgrund von Nebenwirkungen ging. Was wurde da gezeigt? Und wir werden das ein bisschen diskutieren diesmal, wie wir diese Daten sehen. Also ich fand es fast den interessantesten und wichtigsten Beitrag vom ASCO, weil das war ein Vortrag in einer Sitzung mit ganz vielen neuen Medikamenten oder Studien, wo es einmal darum ging, wie nehmen Patienten ihre Therapie wahr? Welche Nebenwirkungen empfinden sie eigentlich? Und wie wird umgegangen, wenn sie Nebenwirkungen haben? Sprechen sie mit ihrem Arzt und wird dann die Dosis reduziert? Und wie geht es ihnen dann eigentlich damit? Und das sind Dinge, die natürlich irgendwo immer erfasst werden in Studien, aber wenn über Studien berichtet wird, wie in den ganzen anderen Sitzungen, wird darüber recht wenig, sage ich mal, gesprochen. Und noch viel weniger, obwohl wir diese Daten haben, wird darüber gesprochen, dass in ganz vielen Studien eine Dosisreduktion, eine Dosisanpassung aufgrund von Nebenwirkungen die Wirksamkeit ja nicht herabsetzt. Wir haben natürlich die Dosierungen in den Studien immer so gewählt, dass man in einer kleinen Fallzahl, in einer kleinen Studie die maximal tolerierte Dosis, die noch wirkt, auch aussucht und die dann für die ganz großen Studien mit teilweise ja über 1000 Patienten, Tausenden von Patientinnen benutzt. Das ist die maximal tolerable Dosis. Und dann stellt man manchmal hinterher fest, wenn Medikamente zugelassen sind, das funktioniert bei einem Großteil der Patientinnen gar nicht. Weil Patienten in Studien anders sind, besser ausgesucht, gesünder und weil vielleicht auch der klinische Alltag dann doch so ein bisschen anders ist als in Studien. So dass man oft vor der Situation steht, dass man Medikamente ansetzt und mit den Patientinnen besprechen sollte und muss, dass eine Dosisanpassung, eine Reduktion in aller Regel oft nötig sein wird. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch nicht so richtig optimal hinbekommen, von beiden Seiten. Wir als Ärzte den Patientinnen zu erklären, das ist nicht schlimm, melden Sie sich, wenn Sie Nebenwirkungen haben. Und die Patienten vielleicht auch, das so zu akzeptieren und auch wirklich das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, ich habe Nebenwirkungen, mir geht es nicht gut damit. Und vor diesem Hintergrund fand ich es, wie gesagt, mein ASCO 2021 Highlight, 1200 Patientinnen, USA, sicherlich dort auch eine Positivauswahl von Patientinnen, nämlich solche, die bei solcher Umfrage mitmachen, kaum Afroamerikanerinnen, die ethnische Zusammensetzung sicherlich absolut nicht repräsentativ. Aber man hat doch einiges mitnehmen können, was uns auch, glaube ich, in Deutschland zu denken geben sollte und auch als Ansporn sein sollte, hier weiterzuarbeiten. Warum untersucht man eigentlich im Studien die maximal tolerable Dosis, statt zu schauen, welche Dosis ist die niedrigste, die ich brauche, um eine entsprechende Wirkung zu haben? Weil das nochmal einen extra Schritt erfordern würde. Und da kann man, muss man auch ehrlich sagen, oder ist meine Meinung, warum? Nicht nur die Pharmafirmen, wird ja auch manchmal gesagt, die Pharmafirmen wollen möglichst viel Medikament verkaufen. Das halte ich für gar nicht den Grund. Es ist ja so, dass man einmal sonst den Schritt machen müsste, die maximal tolerable Dosis auszuprobieren und gucken, wie die wirkt. Und dann noch eine Vergleichsstudie mit einer niedrigeren Dosis. Das würde erstmal die Entwicklung von Medikamenten natürlich erheblich teurer machen und es würde auch zu einer erheblichen Zeitverzögerung führen. So einfach ist das Problem, glaube ich, nicht zu lösen, aber man sollte meines Erachtens als ersten Schritt wirklich viel genauer darauf achten, wo waren Dosisreduktionen und wie ist die Wirksamkeit gewesen. Und nochmal, diese Analyse gibt es ja aus vielen Studien und ich kenne keine Studie, wo die Dosisreduktion und Anpassung aufgrund von Nebenwirkungen zu einer schlechteren Wirksamkeit geführt. Ein zweites Thema, vielleicht noch das ganz kurz, ist, dass es Medikamente gibt, die, wenn man sie mit voller Dosierung beginnt, besonders viel Nebenwirkungen haben. Und dass es zu einer Reihe von Medikamenten Untersuchungen gibt, dass man eine einschleichende Dosierung wählen sollte. Leider
Warum kommt das nie in den Zulassungstext? Weil dafür müsste man nochmal eine komplett neue Studie machen. Und leider sind diese Daten auch nicht immer allen Ärzten so bekannt. Schwieriges Problem, das, wie gesagt, die Zusammenarbeit erfordert. Und deshalb finde ich es klasse, dass wir es gemeinsam besprechen können. Also ich denke auch, dass also gerade wenn es Medikamente sind, wo man, sagen wir mal, gewisse Nebenwirkungen erwarten kann, die vor allem auch die Lebensqualität tatsächlich beeinträchtigt, also nicht reine Blutwerte, die, sagen wir mal, den Alltag nicht beeinträchtigen, dass es durchaus sinnvoll sein kann zu sehen, bei welcher Dosierung geht denn das überhaupt erst los? Mhm. Ja, und ob dann vielleicht die Dosierung darunter ausreicht. Ja. Na, meinst du, dass man erreichen könnte, dass wenn andere, also wenn eine Dosisanpassung stattfindet, sagen wir es so rum, dass das verbindlich in einem Register festgehalten wird, damit wir die Daten aus dem normalen, realen Leben bekommen, wie es Patientinnen gibt, vor allem wenn sie eben auch andere Erkrankungen haben. Damit sind sie ja meistens draußen aus den Studien. Ja, genau. Aber wie viele Patientinnen haben irgendwelche anderen Probleme, ob jetzt mit Blutdruck oder Diabetes oder weiß der Kuckuck was. Und dafür ja auch Medikamente nehmen. Auch das kann ja einen Einfluss haben auf die Dosis, die benötigt wird, vielleicht um die Wirkung zu erreichen. Meinst du, dass es realistisch ist, dass wir so ein Register zumindest vielleicht mal in Deutschland aufbauen könnten? Oder man kann es an irgendeine unserer Registerstudien andocken, die wir sowieso schon haben, dass man aber auch die Ärzte verpflichtet, wenn sie eine Dosisanpassung gemacht haben oder eingeschlichen haben, eine Therapie, dass sie das auch entsprechend melden? Also ich denke, das wird gehen und ich glaube, das war das Gute daran, von allen Prozentzahlen, die da jetzt rausgekommen sind, mal abgesehen, die man vielleicht nicht auf Deutschland und Europa übertragen kann, ich glaube, es wird gehen. Wir haben, das hattest du schon angesprochen, haben Registerstudien und ich denke, wir sind alle bereit, mehr Augenmerk darauf zu setzen und zu richten. Und insofern wird das, glaube ich, der nächste Schritt sein, die bestehenden Register. Ich glaube, es ist nicht realistisch, dass jeder Arzt für jede Patientin irgendwie noch mehr dokumentiert. Das ist einfach nicht machbar. So viel Zeit hat keiner. Das ist auch nicht nötig. Ich glaube, für alle ist es wichtig zu wissen, mit welchem Medikament man reduzieren kann und auch zu wissen, mit welchem Medikament vielleicht man besser in einer reduzierten Dosis einsteigt. Dieses Wissen, das muss man von jedem Arzt verlangen. Das Dokumentieren ist die Aufgabe von Netzwerken, die es ja schon gibt, und das Augenmerk darauf zu richten, aber auch auf die Patientenperspektive. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, die wir als Ärzte in der akademischen Forschung registern und ihr als Patienten habt. Und das kann man nur gemeinsam machen. Weil ich glaube, es ist auch schwer zu beurteilen, was für die Patienten wirklich das Hauptproblem ist. 90% der Patientinnen in dieser Umfrage haben Fatigue als Hauptproblem beklagt. Wenn mich jemand fragen würde, ich hätte den Prozentsatz bei meinen Patientinnen viel niedriger eingeschätzt. Kann ja sein, dass es bei meinen Patientinnen anders ist, aber es kann ja auch gut sein, und das würde ich sogar vermuten, dass ich eine andere Wahrnehmung habe. Und so, wie gesagt, gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die mir jetzt wirklich nochmal geholfen haben, darüber nachzudenken, wie man mit Patienten spricht. Und was wir auch noch in Deutschland tun müssen. Und das, wie gesagt, macht es zu meinem ASCO-Highlight. Ja, nein, also wie gesagt, ganz wichtig, ich würde mir wünschen, dass vor Beginn einer neuen Therapie von Ärzteseite gleich angesprochen wird, dass es eben, sagen wir mal, die erprobte Standarddosierung ist aus den Studien, dass es aber durchaus auch Daten geben kann, also gibt, dass man auch reduzieren kann, sodass die Patientin nicht mit aller Gewalt versuchen, die Therapie durchzuführen, obwohl es ihnen wirklich, wirklich, wirklich schlecht geht, weil sie Angst haben, dass sie sonst die Therapie vom Arzt nicht weiterbekommen. Auch das gibt es ja. Mhm. Ist unsere Aufgabe. Sollte so sein. Versuchen wir. Ich zumindest immer, aber ob ich immer dran denke und ob es so ankommt auch. Das ist ja der Punkt. Wie Menschen sonst auch mit der Kommunikation. Es ist ganz viel Angst dabei. Und deshalb sage ich ja, das klappt nicht alleine, wenn wir nur als Ärzte das erzählen, sondern ihr als Patientengruppen müsst auch dieses Wissen vermitteln.
es geht jetzt ja gar nicht darum, immer mit der halben Dosis anzufangen. Das ist wahrscheinlich auch nicht produktiv. Aber nicht immer mit der vollen Dosis anzufangen, für manche Medikamente ist das völlig klar. Das machen wir schon seit Jahren so. Das machen, glaube ich, auch alle. Aber auch großzügig manchmal zu reduzieren. Und auch gerade bei den vielen Tablettentherapien, die wir haben, die den Frauen ja auch die Freiheit geben, die Dosis selber anzupassen, in Rücksprache mit ihrem Arzt, müssen wir da noch ein bisschen besser werden. Und ich glaube, das schaffen wir auch. Und ein Thema will ich jetzt doch, was wir vorab schon kurz angerissen haben, darüber sprechen. Es gibt ja die Möglichkeit für metastasierte Patientinnen, ein ambulantes Palliativ-Team sich dazu zu holen, die, sagen wir mal, auf der einen Seite gewisse Sachen verschreiben können, ohne dass sie Angst vor einem Regress oder irgendwas haben müssen. Also die haben da sehr viel mehr Möglichkeiten. Die können auch psychologische Betreuung anbieten. Was wäre denn der Zeitpunkt aus deiner Sicht, wann man so ein Team sich mit dazu holt als metastasierte Patientin? Also ich denke, das hängt sehr mit der individuellen Situation zusammen. Grundsätzlich sollte so ein Team, also das heißt ja SRPV, spezialisierte ambulante Palliativversorgung, auch ein Wort, das wir alle lange geübt haben, keine Sorge, das sollte man, glaube ich, für sich selber entscheiden. Es gibt natürlich Menschen, die ganz wenig Hilfe zu Hause haben, wo das früh nötig ist, aber andere, die auch viel Familie und Umfeld haben, die denken es, sie brauchen es nicht, aber das ist oft auch der falsche Gedanke, weil die Familie ist toll, wenn Familie hilft, aber es reicht nicht. Und es sind ja spezialisierte Pflegekräfte, und wie du schon gesagt hast, auch Ärzte, die eine palliativmedizinische Weiterbildung haben. Ich erlebe oft, dass Hausärzte Fantastisches leisten, aber die können halt nicht so oft kommen. Das hat ja nicht nur mit dem Geld zu tun. Und ein Palliativteam kann kommen und muss nicht. Wir versuchen es relativ früh anzusprechen. Und ich glaube, was auch eine wichtige Botschaft ist, und da müssen wir wieder auch gemeinsam mit Ärzten und Patientenvertretern arbeiten, es geht nicht darum, wenn der Arzt sagt, organisieren Sie ein Palliativteam, dass man dann schneller stirbt. Das ist nicht der Punkt. Sondern, dass man eine Hilfe in der Hinterhand hat, auch wenn man die vielleicht noch gar nicht akut braucht, Leute kennt und dass man vermeiden kann, in Notaufnahme oder gar Klinik zu gehen, um stationär Probleme zu beseitigen oder zu behandeln, die man oft ambulant behandeln könnte. Und das ist ja nun mal eine Trennung. Ich bereue das auch manchmal, dass wir keine Hausbesuche machen können. Aber es ist immer schlimm, wenn Patienten stationär im Krankenhaus aufgenommen werden müssen für Dinge, die man durch eine gute ambulante Versorgung eigentlich auch gut zu Hause regeln könnte. Also meine Antwort ist möglichst früh, keine Angst davor, das bedeutet nicht automatisch sterben, Palliativversorgung, ein metastasierter Brustkrebs ist palliativ. Für ganz viele Frauen eine chronische Erkrankung, wo sie auch keinen Palliativdienst brauchen. Aber wenn man merkt, körperliche Beeinträchtigung, manchmal vielleicht sogar Krankenhaus, dann besser sowas zu organisieren, als wenn man dann ganz unter Zeitdruck das alles machen muss. Jetzt muss ich ganz kurz drauf eingehen. Chronische Erkrankung würde ich jetzt nicht direkt nennen, weil man es dann vergleicht mit Diabetes, damit kann man uralt werden, mit einem metastasierten Brustkrebs vielleicht. Zumindest jetzt noch nicht. Aber man kann es behandeln in vielen Fällen und auch relativ lang wandeln. Können wir uns da rein? Wir können auch ein. Aber Nate, das ist halt der Punkt, und das, ich bin kein großer Optimist. Da haben natürlich Patienten, die wirklich 10 Jahre treu weiß, man nie das vorher sprechen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, mein Patienten zu Recht ist eine chronische Erkrankung. Sie arbeiten und versorgen ihre Enkel oder was auch immer. Natürlich, klar, das ist nicht so gedacht, dass das alles ist oder auch noch so viele, die uns wünschen. Das denke ich, mag ich das Wort nicht. Aber wir werden nicht dran. Okay, also vielen herzlichen Dank. Ja, ich danke auch.